Ciao a tutti, heute machen wir bei Oh My Italy ein Besto Siciliano, also einen richtigen Leckerbissen aus dem Süden Italiens. Wir brauchen nur richtig wenig Zutaten dafür, frische Tomaten, Basilikum, Pinienkerne, Ricotta, Parmesan, Olivenöl, natürlich ein bisschen Salz, Pfeffer zum Abschmecken. Für meinen heutigen Kameramann Leonardo und mich zwei Gläser Rotwein, so ein bisschen für den Spaßfaktor am Set. Und ich würde einfach mal sagen, wir starten jetzt. Wird richtig gut. Aber bevor wir wirklich anfangen, Leonardo, komm zu mir, mein Freund, komm zu mir. Zack, heute einen roten wieder, hatten wir schon lange nicht mehr. Wir fangen an mit dem einzigen Teil, der vielleicht wirklich so ein bisschen Arbeit ist und der liegt halt hier wirklich bei den Strauchtomaten, die müssen wir eigentlich nur vierteln und wir holen dann quasi, wir höhlen sie nachher so ein bisschen aus. Das geht relativ entspannt. Tun wir zur Seite. Aushöhlen und zwar quasi den flüssigen Kern rausballern. Habe jetzt gerade schon angefangen, so ein bisschen umzuschichten. Also auch die Tomaten jetzt hier schon mal in den Mixer zu packen. Falls ihr so einen kleineren habt, dann müsst ihr das vielleicht ein bisschen mehr Schritten machen. Oder vielleicht einfach so ein bisschen reindrücken. Passt noch nicht alles, deshalb werde ich jetzt schon mal so ein bisschen pürieren, damit gleich der Rest ein bisschen mehr Platz kriegt. Gehen wir schon mal so ein bisschen rein. Versenken wir das hier so ein bisschen mehr, ne? Was ist in den meisten Pestos, lieber Leonardo, was ist da drin? Oder wisst ihr das da draußen auch? Nicht in jedem, aber doch in vielen. Öl auch, aber was für ein Kraut? So, jetzt kommt natürlich Basilikum, Lennart, das hast du vollkommen richtig gesagt. Ich habe mir das Ganze schon mal vorgewaschen. Das könnt ihr sonst auch machen, so unter ganz, ganz schwaches, kaltes Wasser halten und dann aber nur abtupfen, damit ihr die Blätter auch nicht kaputt macht. Dann gehen wir da mal dran, würde ich sagen, oder? Und was ist noch in fast jedem Pesto drin? Natürlich leckere Pinienkerne. Diesen schönen Tässchen, nicht zum Trinken, sondern zum Reinkippen. Was aber auch geil ist. Parmesan, Ricotta und Öl fehlt noch. Dann haben wir alle Zutaten, die wir dafür brauchen. Nein, halt und Knoblauch. Dann haben wir alles drin, was wir brauchen. So, rein mit dem Ricotta-Gedöns. Wir haben unsere Knoblauchzehe. Drücken wir natürlich wieder so ein bisschen an, einfach nur. Können wir die Schale fast schon abziehen. Falls der Strunk innen drinne grün sein sollte, dann holt ihr den raus. Das ist hier nicht der Fall. Deshalb ganze Knoblauchzehe rein. Und zu guter Letzt das Olivenöl. Zack, da ist das Glas. Ein schöner Olivenölsee. Salz, Pfeffer. Ja, komm nah, hier Close-up vom Salzen ist immer richtig geil. Püriert das Ganze auch noch mal unter. Zack. Ja, und sagt dann das Canvas. Und Canvas bedeutet, ist fertig. Rein da. Guti, das Ganze könnt ihr jetzt auch erstmal ein bisschen in den Kühlschrank stellen, dann wird es von der Konsistenz auch ein bisschen fester, dann deckt es erstmal noch so ein bisschen mit Olivenöl ab. Oder aber ihr macht euch direkt halt irgendwie eine leckere Pasta fertig und dann vermengt es halt nachher mit der fertigen Pasta, rührt es einmal dann noch in der Pfanne, in der noch warmen Pfanne, aber nicht über Hitze durch. So, liebe Leute, das ist unser Besto Siciliano. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen, macht es auf jeden Fall nach. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da, ein Abo sowieso, abonniert auch die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst, dann kriegt ihr auch direkt als Erster alles mit. Und ansonsten freue ich mich auch schon auf die nächste Folge mit euch. Ciao.